Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Projekt für zwischendurch. Nämlich hatte ich mal wieder Lust, Ark zu spielen, wollte jetzt aber nicht sowas Aufwendiges machen wie Basebuilding mit 1000 Videoparts und so weiter. Deshalb habe ich mir überlegt, dass ich einfach mal versuchen werde, so lange wie es geht, hier zu überleben. Das heißt, ich habe ein Leben und wenn ich sterbe, ist das Ganze hier vorbei, dann ist der Charakter Fujikato. Und falls das Ganze gut bei euch ankommen sollte, dann werde ich das vielleicht nochmal irgendwann versuchen oder so, mal schauen. Ich habe ja selber keine Ahnung, ob mir das überhaupt Spaß macht und wie das Ganze überhaupt jetzt gleich ablaufen wird. Ich bin sehr gespannt. Ziel ist es übrigens, einen Tyrannosaurus Rex zu zähmen. Wenn wir das schaffen, haben wir das Ganze hier gewonnen. Und falls wir vorher sterben, haben wir versagt. Aber schauen wir mal. Ich würde sagen, wir starten jetzt direkt. Wir spielen übrigens auf der Standard-Map. The Island heißt sie, glaube ich. Und wir spawnen in der Südzone 1, würde ich sagen. Let's go. Gleich direkt neben Dinos und vorbei. Ich hoffe mal nicht. Die ganzen Settings und so sind übrigens alle auf Standard. Und ihr müsst bedenken, ich bin kein Profi in Ark. Also, ich bin eigentlich ein blutiger Amateur. Das heißt, man könnte wahrscheinlich jetzt schon mit dem Level irgendwie einen T-Rex rushen oder so. Das werde ich aber definitiv nicht versuchen. Bei meinem Können. Und ich werde auch nicht den T-Rex zähmen, indem ich ihn gegen irgendeine Klippe oder so glitsche, weil das finde ich immer ultra lame. Es ist echt lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Aber ist interessant. Okay, wir brauchen Stroh. Für unsere erste Axt. Sammel, mein Junge. Da haben wir auch schon das erste Level. Sehr gut. Also die ganzen Anfangssteps, da geht hoffentlich noch nicht schief. Ich werde auch definitiv erstmal Gesundheit hochleveln. Ist wahrscheinlich eine gute Entscheidung. Steinaxt. Speer ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Was brauchen wir denn hierfür? Feuerstein und Stroh. Das sollten wir jetzt eigentlich mit dieser Pike hier kriegen. Stroh und Feuerstein. Das ist Stroh, kriegen wir easy hier. Haben wir noch irgendwo einen Stein? Da. Aber an den Strand hier scheint erstmal nichts Gefährliches zu sein. Oh, da hinten sind diese fiesen Klauvögel. Da muss ich aufpassen. Die machen ja auch Schaden, ne? Also da versuche ich mich möglichst fernzuhalten von der Seite. So, Feuerstein haben wir auch. Damit haben wir dann schon mal die Grundausstattung. Fackel mache ich auch gleich. Aber wir müssen da gleich noch gucken, dass wir auf jeden Fall uns Essen besorgen. Nicht, dass wir hier verhungern. Das wäre so der traurigste Tod, der uns hier eilen könnte. Aber ich habe hier ja gerade schon ein Gockeln gehört. Wo ist er denn? Gockeligu, wo bist du? Ach, da bist du ja, du Kleiner. Tut mir leid, du bist ein Süßer, aber ich habe Hunger. Oh, das ist das falsche Werkzeug gewesen. Jetzt habe ich weniger Fleisch rausbekommen. Aber macht rein gar nichts. Wir schauen mal eben nochmal wie in dem Level. Alles in Gesundheit erstmal boosten. Und wir lernen das Lagerfeuer und den Speer auf jeden Fall. Stoffrüstung ist auch sehr gut natürlich, ne? Ab wann ist denn die Lederrüstung? Oh, Level 15 erst. Okay, das heißt, wir werden die definitiv auch lernen. Die machen wir uns dann gleich aus Fasern. Aber erstmal werde ich mir jetzt ein Speer und ein Lagerfeuer zaubern. Ich denke mal, das Lagerfeuer zuerst. Das haben wir auch schon fast. Alles ganz entspannt. Ich bin super froh, dass hier keine Raptoren oder Dilos sind. Aber wenn das passiert, dann hätte das hier ein ganz kurzes Video werden können. Kann übrigens sein, dass ich das auch mehrere Parts splitte, wenn ich mich gut anstelle. Aber ich gehe erstmal davon aus, dass ich im ersten Teil direkt sterben werde. Ist auch, glaube ich, sehr wahrscheinlich. So, brennen wir uns mal Fleisch. Das ist schon mal gut. Trinken. Aber das wäre noch gar nicht nötig gewesen. Und als nächstes craften wir uns mal ganz kurz hier noch einen Speer. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an, uns Stoffrüstung zu craften. Ich werde jetzt erstmal die Gesundheit versuchen, auf 200 zu boosten. Und jetzt können wir auch wieder neue Sachen lernen. Wir lernen erstmal die gesamte Stoffrüstung. Den Schlauch lerne ich erstmal nicht, weil ich will erstmal auf dem Haus gehen. Fundament aus Stroh. Und das hier. Gleich noch die Steinwand und die Decke und das Bett. So, wir haben wieder ein Level. Das heißt, wir sind schon Level 6 jetzt. Das ist gut. Die Strohdecke brauchen wir und die Strohwand und die Tür. Und die Kiste brauchen wir auch. Ah, die können wir nicht mehr lernen. Die machen wir dann mit dem nächsten Level. Aber das passt schon, denke ich. Jetzt können wir einmal anfangen, uns ein Haus zu bauen. Davon machen wir mal zwei. Denk mal, das reicht, ne? So ein zwei Felder großes Haus. Eine Dings, eine Tür. Restwände. Ah, das wird nicht ganz funktionieren hier. Aber passt schon. Wir bauen uns jetzt einfach stumpf hier so eine kleine Bude hin. Die muss ja auch nicht schön aussehen. Muss nur zweckmäßig sein.
Ich denke mal, das sollte vom Platz reichen. Für eine Kiste, für ein Bett, beziehungsweise Schlafsack, sollte das eigentlich ganz entspannt sein. Ich hoffe, hier wird dann auch nichts nerven. Wir zumindest einen entspannten Rückzugsort haben. Und ja, das Gefährliche wird dann wahrscheinlich werden, wenn wir dann irgendwann mal auf Expedition gehen. Tür noch rein. Ich habe sogar eine Wand zu viel gebaut, sehe ich gerade. Oder auch nicht. Sehr gut. Dann kommen wir hier noch rein mit einem Jump. Ich habe eigentlich keine Lust, noch eine Treppe bauen zu müssen. Nee, das passt. Kann ruhig ein bisschen ungemütlich sein. Ist auch sehr flach von der Decke. Aber wie gesagt, das ist, muss ja nicht wohnlich sein, nur zweckmäßig. Also das passt. Unsere erste kleine Hütte steht. Ah, nice, das gefällt mir. Hat besser und schneller geklappt, als ich mir das vorgestellt hätte. Als nächstes bauen wir jetzt gleich noch eben eine Kiste. Eine sollte erstmal reichen. Und wir brauchen noch einen Schlafsack. Lederschlafsack, oh, das passt perfekt. Leder sollten wir auch schon haben. Und dann sind wir eigentlich schon good to go, würde ich sagen. So, jetzt können wir auf jeden Fall schon mal die Nacht überspringen, wenn mich nicht alles täuscht. Und ein paar Dinge auf unserem Nachtschrank hier, oder in unserem Nachtschrank lagern. Ah, das ist super. Ich mach mal die schweren Sachen, die ich später erst brauche, rein. Diese Standardsachen wie Stroh und so. Und Steine, die behalte ich erstmal, falls ich gleich was craften muss. Bei 200 Stroh kann ich hier lassen. Okay. Und dann können wir eigentlich schon mal gucken, dass wir gleich eine Bola machen. Haben wir sowas? Keule und Bola müsste man eigentlich brauchen, ne? Wie heißt denn der? Knüppel, ne? Knüppel? Ja, Knüppel, der mit Level 8. Und die Bola mit Level 9. Das heißt, wir leveln jetzt noch ein bisschen und dann können wir schon unseren ersten Dino zähmen. Unser erster Dino, der uns angreifen will, glaube ich. Ja, ein kleiner Kompi. Ja, mehrere Kompis. Die sollten wir aber hinbekommen. Dann soll es nicht scheitern. Kleine süße Compsognathus. Eben auch Leder und Fleisch. Falls ihr euch übrigens fragt, ich spiele komplett ohne Mods und auf Standardeinstellung. Also so, wenn man das Spiel so startet, einfach auf Spielen drücken. In den Einstellungen spiele ich. Oh Gott. Wie der einfach aufgepoppt ist. Auf der anderen Uferseite ist einfach ein Spino. Und jetzt nur den Strand ein kleines Stück hochgelaufen. Da hinten seht ihr sogar noch das Haus. Ich weiß gar nicht, ist meine... Oh Gott, da greift er auch die Dingens an. Nicht, dass die den rüberlocken. Ich weiß gar nicht, ob meine Sichtweite vielleicht nicht hoch genug ist. Doch, Sichtweite ist auf hoch. Können wir auch auf episch eben stellen. Schon. Dann sehen wir hoffentlich ein bisschen mehr. Zumindest solche Gefahren. Ich habe echt Angst, jetzt schon direkt drauf zu gehen. Aber wenn das so ist, dann ist das so. Dann wird das Video ein bisschen kürzer. Vielleicht werde ich auch am Ende des Videos einen kleinen schwarzen Bildschirm oder so machen. Einfach, um euch nicht zu spoilern. In der Videolänge oder sowas. Ich glaube, das ist angebracht bei solchen Sachen. Dodos nehmen wir mit für XP und natürlich für Fleisch und Leder. Damit wir bald auch eine Lederrüstung bekommen. Aber Verteidigung ist verdammt wichtig. Ah, da vorne ist ein Dilo. Ne, das ist ein Oviraptor. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte gerade, das wäre ein Dilo. Der hat zum Glück eines der Kleine. Ein Oviraptor. Der macht uns nichts. Was ist das? Das ist eine Ente. Ja, alles uninteressant. Sucht natürlich ein Para. Ich wäre gerne den Strand links entlang gegangen, aber da ist halt der Raptor. Das heißt, wir müssen, glaube ich... Da ist der Spino, da ist der Raptor. Ich will aber ungern in den Dschungel hier rein. Oh Gott. Lauf mal lieber so. Ich habe auch noch keinen Notfallplan, falls jetzt gleich irgendwas Gefährliches angreift. Wirklich gar keinen Plan. Habe aber auch noch kein Para gesehen irgendwo hier. Sehe überall nur Triceratopse. Und die sind halt noch zu gefährlich, weil die jetzt angreifen. Oh Gott, ich kriege Schaden. Wir haben Durst. Oh, es regnet. Okay, der Gott ist auf meiner Seite. Holy shit. Okay, das war jetzt nice. Ich habe mich gerade richtig erschreckt. Oh, sind die böse? Nee, ne? Das waren nicht die Bösen. Oh, die Morphodon.
Ist der böse? Nee. Ich hoffe nicht. Der ist so auf mich zugeflogen. Okay, das mit dem Regen war ja mal richtig cool. Ja, ich sehe kein Para, also Para wird erstmal, glaube ich, nichts. Vielleicht müssen wir auch erstmal einfach so weitergehen. Gibt es da nichts? Oh, da ist ein Dilo, oder? Komm, wir machen jetzt 1 gegen 1. Wenn wir jetzt an dem Dilo scheitern, dann haben wir selber Schuld. So sehe ich das. Level 2, easy. Auch der Suppe ausgewichen. Okay, das hat ja leicht geklappt. Kein Gegner für uns. Konnte man den Speer eigentlich werfen? Ja. Ist echt so lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Bin jetzt erstmal Richtung... Was ist das? Das ist ein Sucher oder so. Oh, weg hier. Kommt er genau auf uns zu. Das ist ein Baryonyx, oder? Ich glaube, das ist ein Baryonyx. Was macht der denn hier? Wo bin ich denn hier? In wen? Anfangsgebiet. Spinosaurus, Baryonyx. Alles hier. Ja, ich glaube, wir müssen bald umziehen. Das ist nämlich super gefährlich hier. Leute, schaut mal, was da gespawnt ist. Bin jetzt fast zu Hause. Und hier sind einfach zwei Paras gespawnt. Wie geil ist das denn? Ich habe ja richtig Glück. Erst fängt es an zu regnen. Dann sowas. Ich hoffe, die sind jetzt niedriges Level, weil das reicht mir erstmal. Einfach nur, um zu haben. Level 13. Nehmen den, der weniger hat. Wobei ich mir bei diesen Tech-Dingern gar nicht sicher bin, ob die schwerer zu zähmen sind. Egal, wir nehmen eh den anderen. Mit diesen Tech-Sachen da... Ich muss ehrlich sagen, dass ich das auch nicht so cool finde. Also ich finde, Ark macht immer nur Spaß, bis man in diese moderne Zeit kommt. Die feiere ich nicht so. Deswegen spiele ich jetzt zum Beispiel auch nur bis T-Rex. Das ist das Ziel. Ich glaube aber nicht, dass wir es beim ersten Mal schaffen werden mit T-Rex. Wäre auf jeden Fall insane. Ohne zu sterben. Das war Hammer. Das geht down. Willst du es doch auch? Nice. Das hat ja richtig gut geklappt. Sammeln wir mal ganz kurz hier ein paar Sachen. Würde da Bären gleich reinlegen können. So, Inventar, Inventar. Zumindest erstmal die. Ich weiß, die Major Berries sind ein bisschen besser. Oh, das Zähmen scheint schnell zu gehen. Die habe ich aber noch zu Hause rumliegen. Wobei, bevor ich da bin, kann ich auch sammeln. Ja, da haben wir ein paar Major Berries. Also das Zähmen geht echt schnell in den Standardeinstellungen. Gut, der ist ja natürlich auch Low-Level, ne? Also von daher. Aber egal, unser erster Dino, der als Ablenkung dient. Schauen wir mal ganz kurz, wie viel der Paar... Oh, Level 9, den können wir schon lernen. Cool, aber wir haben nicht genug N-Gramm-Punkte. Brauchen 9 Stück, haben nur 4. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nochmal ein bisschen Dodos hacken und so. Und wir leveln. Vielleicht auch mal eben die Dinger. Immer schön draufhaken, Leute. Ihr wisst, wie es ist. Ist nix. Alles haken. Und da vorne ist unser erster Dino. Komm her. Du kleine Racker. Ich kenne die ganzen Tasten, glaube ich, nicht mal mehr mit Pfeifen und so. Oh, oh. Böser Vogel da oben. Komm, Para. Ich will nichts mit dem zu tun haben da. Wollte ich eigentlich gerade benennen, aber das machen wir hier drüben, ja. Kann dir auch eigentlich den Sattel geben. Dann kann ich dich reiten. Du musst mir nicht so doof hinterherlaufen. Oh, ist das nice. Vor Anbruch der ersten Nacht haben wir unseren ersten Dino gezähmt. Richtig cool. Ich würde jetzt ja sagen, schreibt in die Kommentare, wie ich ihn nennen soll, aber da das Format immer nur bis einmal überleben geht, wird das wahrscheinlich schon zu Ende sein, bevor die nächste Folge kommt, wenn da überhaupt eine nächste Folge kommen wird. Also geht das leider nicht. So, Option. Namen ändern. Ihr könnt ja Namensvorschläge für die nächste Folge reinschreiben, falls eine kommen sollte, in die Kommentare. Das können wir machen. Ich nenne ihn jetzt mal Olodriel, weil der mag gerne den Para. Und deswegen benenne ich ihn nach ihm. Er sollte jetzt auch auf neutral eingestellt sein, denke ich. Ja, neutral ist perfekt. Das heißt, wenn ich angreife oder angegriffen werde, wird er mir helfen. Ich kann jetzt erstmal stehen bleiben. Und wir gehen jetzt erstmal in Ruhe, während unser Fleisch fleißig weiterbrutzelt, nächtigen. Wir werden in der Nacht nicht angegriffen. Oh, warte mal. Schnell reisen. Nicht, man kann hier nicht schlafen.
Das sind natürlich Rippen, ne? Bett. Einfaches Bett. Dann haben wir das halt auch noch. Ist mir ganz egal. Den Schlafsack können wir jetzt abreißen, oder was? Ah, den kann man aufheben. Ich weiß aber jetzt ehrlich gesagt nicht so den Nutzen. Wobei, man kann damit schnell reisen, ne? Das ist ja nicht sterben. Das ist eigentlich cool. Das heißt, wenn wir mal irgendwo sind und zurück müssen, falls Nacht wird oder irgendwas anderes ist, sollten wir vielleicht den Schlafsack mitnehmen. Wer jetzt schlafen? Hinlegen, Bett. Ist das schlafen? Ne, jetzt liegen wir da einfach nur, oder? Kann es nicht sehen. Hä, kann man nicht die Nacht überspringen hier? Bin ich jetzt lost? Ja, ich habe da mal gegoogelt. Und man kann es nicht. Man kann nicht schlafen. Das heißt, wir müssen die Nacht über leider spielen. Wir werden dann definitiv weitermachen, würde ich sagen. Und ist ja nichts. 15 Engrampunkte haben wir noch. Wir können schon Narkosemittel und Stößel lernen. Das brauchen wir auf jeden Fall. Damit können wir eigentlich schon mal anfangen. Dann könnten wir vielleicht die Nacht nutzen, um schon mal ein bisschen was davon herzustellen. Mörser und Stößel packe ich jetzt hier einfach aufs Fundament, außerhalb, neben der Bude. Dann haben wir da guten Zugriff drauf. Und dann brauchen wir einmal die Narco-Berries und das Gammelfleisch. Können wir hier eigentlich auch alles aufteilen? Nee. Aber das hier vergammelt auch gleich alles noch. Das ist sehr gut. Habe ich schon alles aufgeteilt, die Stacks. Was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass wir hier zwei Triceratopser haben, die um unsere Base herum patrouillieren. Das ist, denke ich mal, gar nicht so schlecht. Hier sollten wir jetzt, genau, unser erstes Narkosemittel herstellen können. Damit können wir dann auch hoffentlich den nächsten Dino zähmen. Ich weiß gar nicht, was so der nächste Dino auf der Liste wäre. Narkosepfeile können wir wahrscheinlich noch nicht machen, ne? Das ist dann wahrscheinlich sehr gefährlich. Wer heißen die denn? Betäubungspfeile heißen die, ne? 21 erst. Welches Level sind wir jetzt? Level 12. Aber wir könnten mit einer Steinschleuder das machen, ne? Steinschleuder. Da kann man das doch auch machen, ne? Die lernen wir doch mal. Die habe ich nie benutzt. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass ich die benutzt habe. Fasernholz. Das sollte kein Problem sein. Und dann braucht man wahrscheinlich einfach nur Steine als Munition. Ja, Leute. So langsam geht hier die Sonne auf. Und ich möchte jetzt mal ein bisschen was riskieren. Ich habe mir nämlich überlegt, was will ich als nächsten Dinosaurier haben? Und dann dachte ich mir so, warum holen wir uns nicht den Raptor von da drüben mit einer Bola und der Steinschleuder? Ich weiß nicht, ob das Ganze funktioniert, aber das werden wir gleich ausprobieren. Es wird auf jeden Fall sehr gefährlich. Wobei der Raptor da vorne ist vielleicht nicht unser Beuteschema, weil der hat diesen Gruppenbonus, glaube ich. Müssen wir gleich mal uns ein bisschen ranpirschen. Aber ich werde allgemein mal versuchen, einen Raptor zu zähmen, der dann einfach für uns als Verteidigung dient. Ich weiß jetzt nicht, ab welchem Level der Raptor-Sattel ist. Aber ich denke mal... Oh, Level 18 schon. Okay, dann ist ein Raptor echt nice, weil wir sind schon echt nah dran an Level 18. Ich glaube, wir sind Level 13. Aber wir greifen hier an. Oh, machst du denn so einen Stress? Mensch. Ich wollte nur das Narkosemittel haben. Wir brauchen ein rohes Fleisch und Narkosemittel. Und dann können wir eigentlich losziehen schon. So, Leute, das Ding ist, ich muss ja meinen Para eigentlich vorher noch auf Passiv stellen. Nicht, dass er den dann angreift. Wo ist denn das? Alert? Nee. Hier? Nee. Hier? Nee. Verhalten? Da. Perfekt. Passiv. Genau. Aber fliehen sollst du nicht. Du sollst einfach stehen bleiben und gefressen werden. Und ich hau dann ab, Olodril. Du bist sozusagen Ablenkung. Das ist mein Plan. Wo ist denn jetzt der Raptor? Ich habe halt keinerlei Fernglas oder irgendwas in der Art, damit wir die mal scouten könnten. Ah, das ist jetzt richtig riskant, was ich mache. Was soll ja auch ein bisschen spannend sein, ne? Wo bist du? Direkt neben mir. Oh Gott. Wir müssen gehen, Leute. Der hat den Teamboost oder sowas. Ich hoffe, wir passen hier durch. Ja. Das gesehen, der hatte irgendwie so einen Boost da hinten drauf. Ich hoffe, der verfolgt uns nicht mehr. Der war auf einmal neben uns. Kein Plan. Sieht aber gut aus. Vielleicht könnten wir uns auch zu Fuß ansneaken auf den Felsen und das ausnutzen. Ich will das ja eigentlich nicht so machen mit diesen Abusen von den Klippen. Aber von oben irgendwo runterschießen finde ich dann schon irgendwie okay. Zumindest bei sowas. Aber im Rex würde ich das zum Beispiel nicht machen. Da werde ich dann hoffentlich ein Reittier haben.
Warte, wo bist du? Kann man den überhaupt zählen mit so einem Teamboost? Oder was ist das für ein Buff? Gott, oh Gott, oh Gott, das wird so schief gehen. Ganz schlechtes Gefühl. Da ist er. Da schaut mal, die haben so einen Gruppenboost und die sind auch zu zweit. Das heißt, die beiden kommen nicht in Frage. Das ist mir too much. Viel zu gefährlich. Raptor. Den nehme ich. Oh, Ludwig, du machst das gut. Keine Ahnung, ob das klappt, Leute. Sehr gut, Olodril. Ja, oh mein Gott. Das hat richtig gut geklappt. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Sehr schön, der ist auch erst Level 6. Aber trotzdem, den können wir ja schon mal mitnehmen zum Kämpfen. Boah, Olodril war richtig down. Er war kurz vor Tod. Guck mal, wie blutig der ist. Holy shit. Den hätte ich keine Sekunde länger tanken lassen dürfen. Tut mir leid, Olodril, ich habe dich abused. Aber, du hast das gut gemacht, mein Kleiner. Jetzt werde ich Gesundheit level. Na, geht aber nicht hoch. Ich sammle mal ein paar Bären für ihn, damit er was fressen kann. Ansonsten wird das hier nichts. Yay! Miri darf natürlich auf unseren Abenteuer nicht fehlen. Oh, bist du lowlife? Holy shit. Hat dir das so wehgetan? Scheint schon. Das ist erstmal ein bisschen was. 200 Leben nur ist halt nichts. Ist weniger als ich habe. Ich habe mittlerweile, glaube ich, 230 oder so. Egal. Ein wunderschöner Raptor. Ist sogar weiblich. Das passt. Das ist jetzt sehr gut. Das heißt, wir haben schon mal einen Raptor zum... Ich weiß nicht, ob wir den mitnehmen sollten. Dein Ziel angreifen. Easy game. Wir reiten mal wieder weiter. Jetzt haben wir schon zwei Gefährten. Es läuft doch gut. Kann mich nicht beklagen. Wir sind zwar alle Low-Level, aber ich glaube, hier sind allgemein die Level viel, viel niedriger als auf unseren Servern damals. Da waren die immer 140 und so, teilweise. Zumindest die hohen. Oh Gott, ich habe den Baryonyx gefunden. Na, weiter hier außen gehen. Guckt uns genau an. Das gefällt mir gar nicht. Kommt auf uns zu. Können wir hier rückwärts gucken? Immer schwierig hier. Okay, alles gut. Hoffe ich. Ist echt ätzend, dass hier ein Baryonyx gespawnt ist. Auf dem Weg zu unserem Haus. Irgendwann wird er uns necken. Jetzt müssen wir Level 18 erreichen. Dann können wir mit dem Raptor schön durch die Gegend hoppeln. Der ist nämlich schön schnell und der kann springen. Dann können uns diese größeren Fleischfresser erstmal nicht mehr so viel. Was wie der Spino da hinten. Dann können wir auch mal in die anderen Richtungen so ein bisschen wandern. Leute, schaut euch mal an, wie praktisch dieser Raptor ist. Ich muss nur einmal angreifen und er erledigt den Rest. Er farmt mir schön das Fleisch und das Leder und natürlich XP. Mega nice. Damit werde ich jetzt erstmal so ein bisschen auf Jagd gehen. Oh, Level 1 und Level 2. Ey, komm. Meint ihr, das klappt? Ich weiß nicht. Ihr wollt das bestimmt sehen, ne? Wenn ich jetzt livestreamen würde, würdet ihr sagen, das klappt, mach. Aber wenn der Raptor drauf geht, wäre halt ärgerlich. Die greifen halt immer in Gruppen an, die Viecher. Oh Gott. Egal, ihr wollt ja Action, ne? Let's go. Komm schon. Sieht gut aus. Oh nein, der Speer ist kaputt. Immer halt mega Knockback. Okay, der erste ist down. Miri ist tot. Oh Gott, ich auch fast. Oh nein. Flucht. Nein, Beine sind durch. Level 1 und Level 2 haben uns besiegt. Wow. So ein Mist. Mistakes have been made. Ja, das heißt, mit Triceratopsen legen wir uns nicht nochmal an. Ah, sowas Ärgerliches. Damit ist der erste Versuch von Ark Survival gescheitert. Falls es gut bei euch ankommt und euch Spaß gemacht hat,
Lasst es mich wissen, weil dann werde ich auf jeden Fall nochmal einen zweiten Versuch starten. Ich persönlich fand das Ganze echt cool und spaßig und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.